einmal ein wunderschönes Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger, und heute gibt's ausnahmsweise einmal kein hyperaktives Epileppi. Gibt's mal bitte ein paar Ritalin, was weiß ich, was blödsches Psychopathenvideo, sondern alles langsam. Warum? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hab keine Lust mehr. Wenn ich die Scheiße zum Hals aussehe, ist natürlich alles Schwachsinn. Sondern wir haben Urlaub. Und das heißt natürlich nicht, dass ich forever weg bin und dass ich mich schleich. Aber auch ich brauche mit 2 Wochen meine verkackte Ruhe oder 3. Der einzige Plan, ich sag's euch ganz ehrlich, ist eigentlich nur maximal weit weg von dem Kasten zum Sein. In der Urlaubszeit habe ich einen Plan. Und zwar, wenn es draußen 35 oder 40 Grad hat, verbringe ich meinen ganzen verkackten Urlaub an der verschissenen Isar in meiner Liege drin und lese ein Buch. Ob du es glaubst oder nicht, ich lese ein Buch. Viele Bücher in meinem Leben habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe vorher ein Buch zum Lesen. Welches? Weiß ich selber noch nicht. Schauen wir mal. Da sehen wir schon. Es muss nicht einfach einmal ruhig sein. Für 2, 3 Wochen. Das heißt, im Prinzip sehen wir uns im September wieder. Was natürlich auch dazu kommt, vorgestern How to Blasen Musik. Innerhalb von 2 Tagen schauen sie das schon wieder 10.000 Leute an. Alle dran vollkommen am Radl. Ich stehe da und denke mir so, du darfst jetzt die Sommerpause eigentlich nicht einhauen, aber wisst ihr was? Auch gerade jetzt hau ich es erst recht ein. Da steckt wirklich hinter jedem einzelnen Video, auch wenn es bloß 3,5 Minuten, 4,5 Minuten dauert, da steckt echt fucking viel Arbeit drin. Wenn irgendjemand dabei ist, der sagt, ja, das Video schneidet jetzt einmal auf 5 Minuten und dann war's das, dann soll das gerne machen, also das ist mir wurscht. Jetzt brauchen wir einmal eine Pause. Ja, was auch noch dazu kommt, ich arbeite mit meiner Alten im selben Geschäft. Im Prinzip, das ist unser einziger im ganzen Jahr gemeinsamer Urlaub, deswegen versuche ich so lange wie es geht, von diesem Kasten wegzubleiben. Und mei, dann kommentiere ich heute halt mal für 2, 3 Wochen keine Kommentare von euch. Kommentare kommentieren macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Beantworten, dieses. Ja, da wird schon keiner sterben, oder? Ja, muss ich mir wegen am Dates kratzen. Bevor wir uns allerdings in die Sommerpause schleichen, gibt's morgen eine Freitag-Session. Ich hab nämlich morgen schon frei. Das ist die letzte vom Urlaub. Wer Bock hat, der schaut vorbei. Selbstverständlich gibt's dann in 2 Wochen, 3 Wochen, wenn ich wieder zurück bin, vollkommen relaxed. Da kriegt, ich glaube, ich werd so massiv wenig da, dass das Lied, wo ich mal gebaut habe, Captain Faulsack, eine vollkommen neue Bedeutung kriegt. Und eigentlich ein nice gemacht gehört. Vollkommen wurscht. Wer Bock hat, schaut morgen Nachmittag noch vorbei. Um 2, 3 Nachmittag gehen wir irgendwann online. Gibt's noch Kaffee, Schmerz und Blödsinn, nur 2 Stunden. Und dann werde ich mich anständig verabschieden. Mit Sicherheit fallen mir irgendwie Sachen natürlich ein während dem Urlaub. Die werden dann sauber notiert und sauber mitgeschrieben, damit wir euch wieder mit Blödsinn versorgen können, wenn ich wieder da bin im Prinzip. Ja, im Großen und Ganzen gibt es mehr zum Sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich zum 400 Millionsten Mal wie jetzt mal für jeden Like, für jeden Kommen, vor allem für jedes Abo. Völlig verrückt. Lasst ein Like da, wenn euch die Scheiße taugt. Das bedeutet mir wirklich einen Haufen und motiviert natürlich zum Weitermachen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen Nachmittag und ansonsten sehen wir uns in 2, 3 Wochen wieder. Ansonsten heißt es nämlich, der Herr Birger, ja du, der hat sich im Straubinger Volksfest tot gesoffen, der liegt jetzt unter der Isarbrück und hat sich, was weiß ich was, eingepfiffen. Aber sonst in der Blödsinn, weißt du das eh. In diesem Sinne, haut euch rein, wir sehen uns in 2, 3 Wochen, beziehungsweise morgen. Habe die Ehre.